Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist es Samstag, 6 Uhr, und ich zeige euch meinen Grillfleischautomat. Viel Spaß mit dem Video und let's go! Ja, so sieht's aus. Das ist unser Imbiss, das ist der Anbau. Und hier versteckt hinterm Zigarettenautomat steht die Hütte. Wir haben die hier in die Ecke gestellt, weil hier ist die geschützt vor Sonne. Wir wollten die eigentlich drehen. Da ist die Straße, dass die Scheibe direkt zur Straße geht. Aber hier steht morgens die Sonne direkt auf der Scheibe. Und deswegen haben wir den jetzt einmal umgedreht. So sieht es jetzt aus. Morgens ist die Scheibe natürlich ein bisschen beschlagen, aber sobald gleich die Sonne rauskommt, ist das weg. Dicke Schildhingang, dass der Kamera überwacht wird, dass sich keiner beschweren kann. Ja. Und ansonsten steht er jetzt hier seit knapp 4 Wochen, bin ich ganz zufrieden mit. Genau, so sieht's aus. Wie gesagt, letzten 4 Wochen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, obwohl das Wetter richtig scheiße war. Man sieht schon, da kommt die Sonne jetzt raus. Wie gesagt, sonst würde es direkt auf der Scheibe stehen. Hätte ich wahrscheinlich, ja, ist nicht so geil, wenn den ganzen Tag auf dem Fleisch die Sonne steht. Deswegen haben wir den so gedreht. Ich habe jetzt noch so Banner bestellt. Dann wollte ich hier an der Seite so einen Banner dran machen. Dann sieht man das auch direkt von der Straße. Und vorne an der Straße soll auch noch ein Banner hin, das kommt dann auch. Wie gesagt, so sieht es jetzt erstmal aus. Wurde bis jetzt ganz gut angenommen, bin ich, wie gesagt, ganz zufrieden mit. Da oben in der Ecke hängt die Kamera. Die filmt auch nur den Bereich hier, also kein Parkplatz oder so, sondern wirklich nur, wenn jemand hier vorsteht. Können wir reingucken. So sieht es aus. Ist noch relativ viel Platz, es ist aber auch einiges drin, also man hat doch ganz schön viel Platz. Wir haben Hähnchenkräuter, Hähnchenhonigsenf, Hähnchenpaprika, Hähnchencurry, dann haben wir Minutensteak Paprika, Nackensteak Pfeffer, das habe ich jetzt die Tage neu gemacht, das ist ganz cool. Nackensteak Kräuter haben wir, Nackensteak Paprika, nochmal Nackensteak Kräuter. Hier unten haben wir Schweinebauch, Rostbratwurst. Und so ein paar Soßen, wenn man dann sonntags mal wirklich spontan noch grillen will und hat Soßen und so ein Krams vergessen, dann gibt es die auch noch. Genau, unten habe ich gar nichts drin. Das war früher so ein Fach für Litterpullen. Da habe ich jetzt noch nichts drin. Muss ich mal gucken, ob da noch was kommt. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, das funktioniert alles ganz gut. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Hier unten, was man sieht, hier sitzt ein Lichtschrank dahinter. Genauso wie auf der Seite, die funktionierte am Anfang nicht, die habe ich noch repariert. Jetzt erkennt er dann auch, ob was durchgefallen ist oder nicht, weil sonst hätte ich richtig Schwierigkeiten, weil er schon öfters mal ein zweites Mal nachdrehen muss, weil er halt unten nichts erkannt hat. Und wie gesagt, das habe ich repariert. Und hätte ich das nicht, hätte ich richtig Schwierigkeiten, dass ständig Produkte hängen bleiben. Was mit der Lichtschranke auch ganz cool ist, zum Beispiel bei Fächer, die jetzt nicht belegt sind. Es könnte ja sein, dass jemand Geld reinschmeißt und drückt dann aus Versehen anstatt B2, B4. Er schluckt das Geld dann nicht, sondern er merkt dann halt, ich glaube, ich habe das aber schon mal gezeigt im Video, dass er versucht dann dreimal was rauszuschieben und wenn dann nichts kommt, merkt er das und sagt dann, Fach ist leer, andere Wahl. Genau, das ist ganz gut, dann kann nicht jemand aus Versehen was Falsches drücken und das Geld ist weg. Das ist ja auch ärgerlich. Wie gesagt, Grillfleisch habe ich alles selber gemacht. Dafür habe ich auch den Vakuumierer gekauft, da wollte ich wahrscheinlich im nächsten Video oder so nochmal zeigen, was ich da jetzt für einen Vakuumierer habe und dass das top funktioniert. Genau, wie gesagt, das Fleisch mache ich alles selber, das funktioniert super gut. Die Bratwurst kaufe ich zu und packe die dann um, die kaufe ich im 20er Gebinde und packe die dann um in 5er Packungen. Genau, hier in dem großen Fach hatte ich eigentlich Schweinebauch, den habe ich aber jetzt auch so klein verpackt, weil da hatte ich viele Schwierigkeiten, dass er nach vorne umkippt und so, weil die Packungen dann beim Schweinebauch halt kein, ich sag mal, so eine Packung hier, so eine Packung, die ist ja stabil, die steht vernünftig. Ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich ganz zufrieden, das mit dem Bezahlsystem, wo ich 9 Wochen drauf gewartet habe, das funktioniert auch tipptopp, auch gar keine Schwierigkeiten mit gehabt, super gut. Ansonsten bin ich immer noch so ein bisschen am ausprobieren, das ist halt das Schöne, wenn du das Fleisch selber machst und hast die Gewürze da, dann kannst du auch selber ein bisschen rumprobieren und musst nicht irgendjemand anrufen und sagen, ja, hast du noch dies oder das oder. Genau, so bin ich relativ flexibel.
Wie gesagt, das Fleisch mache ich selber, Etiketten ist alles selber gemacht. Zutatentext ist drauf, Nährwerte sind drauf. Viele haben keine Nährwerte. Ich weiß nicht, ich komme aus der Lebensmittelindustrie und ich habe mit unserem QS-Menschen gesprochen und er sagte, eine Nährwerttabelle muss drauf. Also wie gesagt, bei mir gibt es auch eine Nährwerttabelle. Eine Anschrift, wie eine Telefonnummer, wenn mal was ist. Packungsgewicht steht dann zum Beispiel drauf, 550 Gramm, drei Stücke. Viele gleichen dann immer einfach nur den Kilopreis an. Weiß ich nicht, finde ich nicht. Ja, ich schneide das Fleisch selber, dann kann ich das aufs Gramm genau schneiden, marinieren und weiß am Ende des Tages, was dabei rumkommt. Viele nehmen einfach drei Stücke, schmeißen die rein und gleichen dann den Kilopreis an und dann hast du immer variables Gewicht in der Packung. Das ist bei mir nicht. Fand ich so auch cooler, wenn man dann auf den ersten Blick sieht, ah, guck mal, hier sind drei Stücke dran und drin und 560 Gramm und hier sind es nur drei Stücke und 550 Gramm. Genauso wie beim Minutensteak hast du vier Stücke und dann sind 450 Gramm drin, wie gesagt. Und wenn du vorm Automaten stehst, siehst du das halt auch und ja, fühlt sich am Ende des Tages nicht verarscht, sondern siehst auf den ersten Blick, was du kaufst. Was auch schön ist, wenn du das Grillfleisch selber machst, kannst du halt so ein bisschen rumprobieren. Und zum Beispiel bei der Hähnchenbrust, das kennt wahrscheinlich jeder, was vorne dieses dicke Stück ist, immer kacke zu grillen. Du kannst auch irgendwelche Edelfilets kaufen, die haben das nicht, die kannst du aber auch gar nicht bezahlen. Deswegen kaufe ich die Hähnchenbrüste immer sind kalibriert vom Gewicht und ich kaufe das Gewicht immer ein bisschen höher. Dann schneide ich vorne einmal schräg runter, schneide ich immer so ein Stück ab. Die Hähnchenbrust ist dann schön flach zum Grillen und aus dem anderen Stück habe ich jetzt nicht drin, die sind jetzt ausverkauft, habe ich so Hähnchenspieße gemacht. Dann stecke ich von der Hähnchenbrust vorne ein Stück, was ich abschneide, stecke ich drei Stück auf so einen Fackelspieß, sieht ganz cool aus, pack drei Spieße in so eine Packung und genau. Dann habe ich halt meine eigenen Hähnchenspieße. Die Hähnchenbrust habe ich halt flacher geschnitten, dass das zum Grillen cooler ist. Und aus dem Endstück mache ich halt dann einen Hähnchenspieß. Genau. Ich hatte jetzt so einen Paprika-Hähnchenspieß. Jetzt wollte ich auf jeden Fall noch so einen Curry-Hähnchenspieß machen. Und ich hatte Bock auf irgendwas mit irgendwie Mango-Chili oder so, irgendwas Fruchtiges. Aber wie gesagt, das ist halt geil, wenn du es selber machst, kannst du immer rumfuckeln. So wird das Sortiment dann nach und nach erweitert. Dann, was zum Beispiel noch fehlt, ist sowas wie Hähnchen-Joghurtkräuter, aber Joghurt ist immer vom MAD so ein bisschen, ja, deswegen warte ich, dass regelmäßig was gekauft wird, dass das Wetter besser wird. Jetzt hatten wir mal zwei gute Tage, dann war wieder eine Woche Regen. Das ist dann halt kacke, wenn ich hier irgendwas dann drin habe mit Joghurt oder so. Deswegen, das kommt dann erst im Laufe der Saison, wenn es dann besser läuft. Und wie gesagt, so ist man dann immer am Rumfuckeln. Ich kaufe dann immer noch beim Lieferanten irgendwelche Gewürze und probiere dann nach und nach immer aus. Das ist halt das Schöne, wenn du es selber machst. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein. So sieht's aus. Ich fahre jetzt nach Hause und schneide das Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere auch gerne den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche und ciao.